Ich kann damit leben. Amina raus. Also, man ist doch der Chef hier und er hat ja gesagt. Nun, wenn sie einen falschen Schritt tut, werde ich sie töten. Sieht die Frau eigentlich gut aus? Also nur kurz OT gefragt an den Spielleiter. Ja, gut aussehen kriegt sie, aber nicht herausragend aussehen. Das Für freut eine mich. Torwalerin sieht sie gut Das aus. ist gut, das ist gut, das ist gut. Also für alle anderen Menschen widerwärtiges Aussehen. Ich gehe dann mal zu der Torwalerin und gehe sicher, dass sie weiß, dass wir sie morgen einstellen. Das klingt vernünftig, Ragnar. Ja, sie sitzt, als wäre nichts passiert, unten auf einem zerbrochenen Stuhl. Der Wirt schaut dich an mit so einem flehenden Hilferuf in seinen Augen, nach dem Motto, nimm sie mir mal ab oder so. Aber ja, du kannst ihr dann die glückliche Nachricht überbringen und ja, ihr könntet eine Regeneration dann durchführen und am nächsten Tage Möchte gerne, könntet ihr weiterziehen. möchte nach der glücklichen Nachricht, ne? Nicht nur die glückliche Nachricht übermitteln, sondern auch mein Charisma spielen lassen, um dann vielleicht mit ihr zusammen ein Bett zu beziehen. Oh, ja, würfel mal eine Betören-Probe, allerdings, du bist halt ein Schmalhans, auch wenn du gut getrunken Aber ich hast. bin sehr gut. Ich bin sehr Würf, gut. würfel, würfel mir erstmal eine Zechenprobe und dann kannst du das als Erleichterung nehmen oder als Erschwernis. Das ist nicht gut. Obwohl es geht. Dann ist eine Betören-Probe um 6 Punkte erschwert. Easy. Ja, du kriegst den ersten Kuss für den Abend. Ach Mensch, was soll das denn Ja, jetzt hier? Das ist sie ist eine Vorwahlerin. feine Dame, die Wahlwut ist Ach komplett, so. die Wahlwut ist komplett von ihr gewichen. Und ja, sie klopft dir auch schön auf die Schulter, gibt dir dann einen guten Nachtkuss und verschwindet dann selber in die, ja, in die Ortschaft, wo sie dann wohl schläft. Du bist ja nicht ganz sicher. Du gehst nach oben, sie geht nach draußen zur Tür, hat da wohl eine andere Bleibe und schläft nicht bei einem Wirt. Das ist Aber traurig. da sind schon die ersten Gefühle im Spiel. Ragnar hat sich mehr erhofft. Aber Torwallerinnen sind lebensfroh und lustig, aber sie sind keine Schlampen. Wo denkst du hin? Da hat Ragnar was anderes über Außer Schwurbel Ragnar gehört, halt. also. Ja. Vielleicht hat auch nur die Bordellgeschichten gehört, er weiß es nicht so genau. Erlebnisabend Wolfshack erfolgreich. Gut, am nächsten Tage erreicht ihr Salthiel. Der Abend hatte einen recht starken Wind aus dem Westen mitgebracht und ihr habt fast das Gefühl, dass der Wind euch zur Eile drängt, wenn ihr dann am nächsten Tage nach Salthiel vordringt. Ja, die Stadt selber ist relativ groß, jetzt auch gerade im Gegensatz zu den anderen kleinen Dörfchen mit nur einer Palisade. Hier haben wohl 600 Leute einen Unterschlupf gefunden. Es gibt einen Travier und einen Ingrim-Tempel und eine Schenke. Aber auch hier gibt es nur wieder einen Erdwall mit einer kleinen Palisade, die allerletzte Stadt vor dem Sichelstieg. Hier gibt es dann eine große Burg, den Aalkopf, von dem ich euch schon erzählt habe, wo dann die Riesen wohnen sollen. Leicht im Süden von hier gelegen, gibt es da auch einen Wegweiser, der zur Burg Aalkopf weist. Der Sitz vom Markverweser der Reichsmarke Sichelwacht. Die Fenster der Burg sind wenig beleuchtet. Irgendwer wird schon wohl da sein, aber nach Riesen sieht das zumindest nicht aus. Ja, hier gibt es die Schenke Silberdrachen. Ihr könntet jetzt hier verweilen, dann fehlt euch natürlich ein halber Tag, oder ihr brecht jetzt auf und seid dann in der Wildnis. Den halben Tag haben wir. Ich denke, gerade unsere beiden Magier können die Ruhe vertragen. Dann soll Denkt ja an euch alle nochmal was zu essen zu kaufen, ne? Nicht, dass wir da oben stehen und dann habt ihr nichts zu essen. Das wäre sehr schlecht. Gibt es da oben keine Gasthäuser mehr? Glaub nicht. Sammeln Gibt es da oben wir keine Gasthäuser. Pilze? Also unterirdisch wachsen Pilze überall, aber wie ernähren wir uns denn da oben? Wir schießen Böcke. Buchstäblich. Ach, ihr könnt Abgesehen ja. davon werden wir Proviant haben. Ihr habt welchen gekauft, ja? Ja. Für die ganze Zeit? Wie lange brauchen wir über den Pass? Weiß das jemand? Jorga, wie lange brauchen wir über den Pass? 14 Tage, das wohl. Bei meiner besten 14 Tage. Führung.
Also brauchen wir eher Nahrung so für 15 Tage, damit ich auch einmal gut essen kann. Weißt du, Afnir, das wohl. 15 Kilo. Eisemann? Ja, ja. Randall, passt das noch auf deinen Esel? Ja, ich habe einige Sachen verloren und ich muss ihn auch schon einige Male füttern. Das sollte wohl passen. Könntest du vielleicht auch noch ein wenig Futter für meine Esel mit einpacken? Ja. Also ihr beladet alle Esel oder ein von den Eseln mit jeweils 15 Kilo Essen. Nee. Also ich will jetzt wissen, wie viel Kilo Nahrung ihr einpackt. Denn pro Tag braucht ihr ein Kilo zu essen. Also und ihr seid aktuell seid ihr 8 Leute. Yoga trägt ihr Zeug selber. 30 Kilo auf jeden Fall für Eisenmann und Starkart. Kostet mich Eselfutter für diese 15 Tage. Was ist mit Stahlmann? Trägst du auch das Essen für Stahlmann? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das wird schwierig. Trägt er sein Essen nicht selber? Er würde, also 15 Kilo schafft er nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Wie viel schafft er denn? 2 oder 3 Kilo. Der ist sowieso schon beladen. Da mag er nicht Unrecht haben. Frage an Junge, wie gut kann man dort oben jagen? Im Winter bei Svafnir. Dort oben kann man Eis angeln. Ah, das wohl. Oder Böcke. Ei. Jagen. Ja, Herr Dunkelstein, wie wäre es denn, wenn wir alle 2 Tage auf die Jagd gehen? Ich denke auch. Beziehungsweise, wenn wir jeden Tag auf die Jagd gehen und nur jeden zweiten was schießen, wir müssen sehen, wie die Situation ist. Können wir unsere Rationen halbieren. Ja. Hört ihr das? Für eine Woche mit. Ich schau mal noch, ob es hier Kurzbogenpfeile gibt, die ja verkauft werden. Klar, kannst du haben. Und dann nehme ich mir, Stargard, kann ich mir ein paar Kurzbogenpfeile auf deinen Muli mitlegen? Ja, die wiegen ja nicht. Gut. Preismodifikator hier für Pfeile? Kriegst du so, weil ich muss gerade gucken, Saltil hat eine... Moment. Eine gute, in Anführungsstrichen, gute Wirtschaft. Hier gibt es Lederwaren, Stahlwaren, aber auch ganz viel Holz. Wenn dann hier die allerletzten Rinder aus Weiden getötet werden, dann werden die eben auch hier verarbeitet zu den Ledersachen. Und dann tue ich 20 Pfeile zusätzlich auf den Esel montieren. Das heißt, wenn der Esel untergeht, sind 20 Pfeile von mir weg. Ich werde mir das einzeln aufschreiben. Also ich habe auch noch 20 Jagdpfeile. Ich habe auch noch ein paar eigene Pfeile bei, nur eben die lagere ich auf dem Esel, die sind extra für die Jagd. Ich denke, wir sind gut aufgestattet, was das angeht. Dann könnt ihr einen halben Tag in Gräflich Saltel verbringen. Der Markverweser ist weiterhin auf seiner Burg, dem Aarkopf, den ihr da weiterhin erkennen könnt. Fahl, blass und grauenerregend sieht sie dort aus und die Geschichten von den Riesen mögen hier vielleicht nicht ganz auf die Befestigung zutreffen, aber die Wirkung und die Stimmung, die jetzt hier dieser Landstrich auf euch hat, gerade im Winter, ist zumindest dahingehend richtig. Die schwarzen Berge liegen in Schatten gehüllt, sehen ausgezehrt aus und es wirkt ein bisschen so, als ob die schwarzen Lande, Schwarztobrien, von der anderen Seite Lebensenergie und Kraft aus dieser Sichel ziehen, trostlos und fast lästerlich. Wenn ihr dann am nächsten Morgen aufbrecht mit einem nächsten Esel, den sich die Magier gekauft haben, damit sie überhaupt die Lasten stemmen können, die sie dabei haben, das Gewicht dann gemeinsam aufgeteilt, erreicht ihr dann kurz hinter Saltel eine Gabelung. Die gut ausgebaute Straße führt hier weiter nach Osten auf den Sichelstieg, während eine recht neu gepflasterte, aber deutlich schmalere Straße nach Nordosten abzweigt. 2 Wegweiser, ebenfalls außergewöhnlich neu, tragen hier stolz den Namen Ysilia und Festum, wobei Ysilia zerkratzt ist und irgendjemand hat daneben geschmiert mit Kreide, die ist allerdings verlaufen und ihr könnt nicht mehr erkennen, was über Ysilia drüber gemalt wurde. Die Kreide ist rot und verlaufen, teilweise sogar getropft. In den Schnee. Im Osten und im Süden seht ihr die dunklen Felsen der schwarzen Sichel aufragen, über denen der morgenbleiche Praios steht, die Praios-Scheibe. Als ihr nach Nordosten blickt, seht ihr ja den liegenden Weg, der euch gar nicht so sehr zu verlocken mag, wohl aber der Weg über die Sichel, der Sichelstieg, der hier beginnt, oder auch Goblinpfade, wie sie hier genannt werden.
Hügelketten, die sich hier das ein oder andere Mal nach oben ziehen und dann in den schwarzen Bergen verlaufen. Nach oben schlängeln, Serpentin. Ja, und damit geht es los. Ab in die Wildnis. Yoga hat zumindest ziemlich gute Laune, klopft noch einmal Ragnar stark auf die Schulter und ein zweites Mal dem Esel, der sonst stehen geblieben wäre und jetzt vor Schreck erstmal ein paar Meter nach vorne läuft. Ragnar nickt zufrieden dabei. Und ich würde mich wahrscheinlich mit der Yoga unterhalten und was sind die Gefahren, worauf wir hier am meisten achten müssten und halt ein generelles Briefing so von wegen, was man unbedingt beachten sollte, wenn man hier im Gebirge unterwegs ist. Räuber, das wohl. Weiß Waffen hier. Und Goblins. Und Drachen. Und, Trolle laufen hier nicht mehr so viele rum. Die waren wohl früher hier. Aber mit Trollen verstehe ich mich eigentlich ganz gut. Ich auch. Und Riesen. Riesen gibt es ja auch. Ogern verstehe ich mich nicht so gut. Und Paktira. Das klingt ja nicht ganz so ermutigend. Aber deswegen bin ich hier, bei Swafni, das wohl. Freut mich zu hören. Du kannst uns an all diesen Gefahren vorbeiführen? Das wohl, deswegen bin ich hier. Sehr gut. Ja, sie ist wohl ziemlich stumpf, merkst du, aber sie bindet sich jetzt auch mittlerweile mal ihr rotes Kopftuch um, was sie als Wahlwütige auszeichnet. Das hat bisher noch keinen interessiert, aber angekündigt war sie ja als solche. Nach ungefähr einer Meile des Weges könnt ihr dann im Schnee etwas erkennen. Irgendwas liegt da wohl. Ein Tier, ein Steinbock. Rot, blutig. Und über ihm könnt ihr eine schattenhafte Kreatur wahrnehmen, die sich über das Tier gebeugt hat. Und schlürfende Geräusche. Als ob irgendjemand seine Zähne oder seinen, auf den zweiten Blick, Schnabel in das Fleisch bohrt, schattenhaft verschwimmt. Der schwarze Mann. Es gibt ihn wirklich. Ist das Yoga gerade, oder? Nein, den seht ihr. Und während ihr dorthin seht, könnt ihr wohl erkennen, wie er seinen blutigen Schnabel aus dem Steinbock nach oben reckt euch entgegen und dann verwischt der Schatten und zerläuft, zerfließt. Das Blut tropft weiter auf den Steinbock zurück. War es ein Mann oder was für Schnabel? Eine Gestalt. Eine humanoide Kreatur, allerdings, wie gesagt, mit einem Schnabel ausgestattet. Mehr Schatten, mehr Schwarz als irgendwelche anderen Farben. Die Esel haben auch allesamt stillgestanden und Panik in den Augen. Vermutlich eine Art Dämon. Eine Art. Kümmert euch drum. Nun, er ist verschwunden. Nun sorgt dafür, dass er nicht wiederkommt. Habt zumindest ein Auge darauf, falls er wiederkommt. Ich werfe einen vielsagenden Blick zu Amelian aus. Werden wir tun. Gut, dann weiter. Keine Zeit zu verlieren. Hat er die Augen offen? Irgendwas treibt sich hier auf jeden Fall rum. So geht die Reise weiter. Eine Ankündigung, ein Omen. Immer wieder wurde euch von dem schwarzen Mann, von dem Schattenmann erzählt. Aber dass es sich dabei um einen Utulu handelt, das war euch natürlich klar, dass es nicht so ist. Die Reise ist kalt. Der Wind zerrt an eurer Kleidung und fährt euch unter die Haut. Aber geschützt mit den Sachen, die ihr bei euch habt, noch einmal enger um euch schnüren, könnt ihr dann die Wegstrecke fortsetzen. Immer wieder haltet ihr an, um Pausen zu machen, um euch zu erholen, nachdem ihr dann die Serpentinen nach oben gestiegen seid. Noch ist die Straße gut ausgebaut, aber immer mal wieder fehlen einige Steine, mitten auf der Straße herausgebrochen oder abgesunken durch Erdrutsche, Verschiebung, irgendwelche Risse, die in der Straße klaffen. Wo dann auch die Esel nach und nach rübergeführt werden müssen und weitere Pausen, die euch einfach eingefordert werden. Wenn euer Körper dann streikt, wenn ihr schwitzend niedersinkt auf irgendwelchen Steinen oder einfach euch abhockt, damit ihr mit dem Hintern nicht auf den kalten Steinen sitzen müsst.
ungastlich ist es hier. Nur noch die Farben Schwarz und Weiß dominieren hier. Abgesehen von einigen Tannen, die immer noch, ja, mit Nadeln ausgestattet sind. Und dann wird es gemächlich dunkel. Die Sonne geht bald unter. Ihr habt das Gefühl, als wäre die Zeit viel zu schnell gerannt. Viel zu wenig Strecke, die ihr dann zurückgelegt hattet. Immer steiler steigt es nach oben, die Serpentinen. Bis dann Jorga der Meinung ist, dass man eine Rast machen muss. Dadurch, dass sie hier die Wildnisführerin ist und ihr sie dann eben pro Tag bezahlt, könnt ihr euch das ein oder andere bei ihr abgucken. Sie schaut nach Dingen, die Ragnar vielleicht bewusst sind, dass man nach so etwas gucken sollte, aber du selbst würdest sie so vielleicht noch gar nicht finden. Sie spricht von Spuren im Schnee, von irgendwelchen Raubtieren, von Jagdgebieten. Geht dann wieder weiter, sagt, dass die Nahrungsversorgung hier nicht stimmt und würde dann selber an einem See stehen bleiben, wo sie dann erstmal anfängt, das Eis aufzubrechen, aufzuhacken, nach einigen Fischen zu schauen. Gewässer in der Nähe wird es wohl auch geben, damit ihr dann eure Trinkschläuche wieder füllen könnt. Sie achtet auch auf die Wasserqualität, sodass es hier keine Gifte und Wasser gibt, keine mineralischen Gifte. Darauf, dass es ja einige trockene Tannen gibt, die euch dann mit einem Lagerfeuer ausstatten. Dass ihr versteckt seid, blickgeschützt oder auch, dass der Wind nicht in euer Lager pfeift, während ihr dann eure Zelte aufbaut. All das sind Dinge, auf die sie achtet. All das sind Dinge, die dir auch von Maraskan bekannt sind oder von deinen anderen Reisen in den Wäldern von Garetien. Aber hier noch einmal ganz anders, weil ihr in den Bergen seid. Ja, also ich würde da auch die ganze Zeit mit ihr mitlaufen und mir quasi von ihr alles, was sie bereitwillig ist zu erklären, quasi aufsaugen wie ein Schwamm. Und ja, ich würde dann auch versuchen, ihr zu unterstützen, zu assistieren, wenn sie da nach unserem Schlafplatz sucht. Mhm. Abdul will auch mithören, was sie da zu sagen hat. Die Wildnis ist etwas, was er, ja, wovor er Angst hat. In Städten kommt er gut zurecht, aber in der Wildnis fühlt er sich mal verloren. Gut. Mit ihrer Probe, wie gesagt, sie ist eine herausragende Wildnisführerin, vor allem dann eben in den Bergen, wird sie euch dann eben auf all diese Dinge weisen können. In der ersten Nacht habt ihr Wälder bei euch in der Nähe für Feuerholz. Ihr seid nicht in einem Jagdgebiet, ihr habt Nahrungsversorgung und Gewässer in der Nähe. Sie achtet darauf, dass sie nicht in den Ungeziefern und Insekten schläft und dass es gut zu verteidigen ist, dass es versteckt und blickgeschützt ist, dass es ebener Grund ist, damit man nicht schief liegt und regengeschützt. Und während ihr dann allesamt eure Zelte aufbaut, könnt ihr erkennen, wie sich der Himmel weiter verdunkelt. Und während die Sonne dann ja so langsam verschwindet, könnt ihr sehen, dass die ersten Schneeflocken fallen. Und das kälter wird. Wenn man sein Zelt aufbaut, ist dann der individuelle Schlafplatz wichtig? Du kannst es einmal würfeln und dadurch, dass ihr in einer bergigen Region seid. Es ist jetzt natürlich nicht Hochgebirge, aber es ist einfach eine plus 4 für den individuellen Schlafplatz. Also man hat ein Viermann-Zelt, ne? Nein, ein Zweimann-Zelt, wenn ich mich richtig erinnere. Hilft mir gebirgskundig dabei? Ja, ich habe 3 Punkte Erleichterung, also für dich nur 1 Punkt Erschwernis auf ewiges okay. Leben. Na, ich habe nur Ragnar's geschafft und die gute Yoga. Ja, mit einer plus 4 hat das Ragnar plus minus. Achso, die hat er sogar eingetragen. Okay, dann soll das so passen. Ragnar weiß zumindest, wo er sich hinlegen kann und soll und achtet eben auch darauf. Gut, Ungeziefer ist jetzt in der winterlichen Region vielleicht gar nicht so sehr das Problem. Gut, Ratten wirst du immer und überall finden, gerade dann, wenn ihr euch ja Lagerfeuer entzündet. Aber zumindest liegen die anderen dann irgendwie schief und krumm oder am Abhang oder irgendwelches Wasser, was ihnen dann reinläuft oder Schnee, was dann in den Schnee, ins Zelt reingeschippt wird, sodass hier dann auch die Regeneration darunter zu leiden hat. Ja, während ihr dann wird sich noch einige Stöcke schnappen, die in der Nähe vom Lagerfeuer positionieren und
eine Kleidung so aufhängen, dass sie über Nacht trocknen kann und ja, er eben am nächsten Morgen nicht in kalte, nasse, vielleicht sogar gefrorene Kleidung steigen muss. Ja, natürlich auch die Torwalerin wird dies tun, wird es euch ja mal vorleben, wie das Ganze zu funktionieren hat. Zieht sich dann aus, auch wenn es zunächst bitterkalt ist, wenn man aus der warmen Kleidung kommt, aber auch sie sagt, dass wenn man dann den ganzen Tag über geschwitzt hat, dass diese Kleidung nicht faulen darf und man doch auf seine Hauswirtschaft achten sollte. Na, zum Glück habe ich den Schlafsack mitgenommen. Der Schlafsack hilft dir nicht. Wenn du tagsüber wieder... Der Schlafsack hilft mir nachts nicht zu erfrieren, wenn meine Klamotten am Feuer hängen. Guter Punkt. Komm, Hauswirtschaft, ich hab so rechts gesteigert. Ach, was ist denn heute los? Volle 5 Punkte, Hauswirtschaft. Wow. Oh, ich würfel aber so mies. Oh nee, Almiau. Gut, wer es nicht geschafft hat, die Kleidung wird dann natürlich aufgehängt. Das Problem ist, es schneit und schneit und schneit. Wenn ihr dann ja nicht wirklich drauf achtet, die anderen haben es dann so aufgehängt, dass der Schnee da auch super dann runterrieseln kann. Ja, die Stoffe, die ihr dann habt, die Wolle, ist dann auf alle Fälle schon mal feucht. Feucht ist für eure Wolle erstmal nicht das Problem, aber wenn ihr dann andere Sachen hättet, wäre das natürlich nicht ganz so gut. Zumindest sind sie erstmal feucht. Noch sind sie nicht nass. Kann man die nicht über Nacht ins Zelt legen oder hängen? Ja, wie auch immer du es tust. Es wird einfach nicht trocken. Wenn du das tust, dann wird deine Kleidung eher, der Schweiß wird dann fest frieren, ist das Problem. Und deswegen musst du sie in der Nähe vom Lagerfeuer aufhängen. Das heißt, du musst dein Zelt so ausrichten, dass es sozusagen mit der Öffnung richtig zum Lagerfeuer steht, dass hier nicht der ganze Rauch reinweht und dass du sozusagen deine Kleidung getrocknet bekommst, ohne dass sie vom Schnee bedeckt wird und so. Weil, ja, also schwitzen ist das Schlimmste in Kälte. Du darfst nicht schwitzen eigentlich. Beziehungsweise musst du es dann wegkriegen. Gut, ich glaube, sie schafft. Genau, also wie gesagt, diejenigen, die es nicht geschafft haben, ihr besitzt jetzt feuchte Wolle oder feuchte Stoffe. Nicht nass, feucht. Ja, und dann wird natürlich ein bisschen Reisig zusammengetragen, alles was irgendwie trocken ist, alles was noch brennbar ist, damit die erste Feuerwache eingeteilt wird auf Alarmposten. Ja, muss man da jetzt einen Alarmposten aushoben? Yoga meint nein, man braucht keine Alarmposten. Es gibt hier kein Grenzgebiet zu irgendwelchen Kriegsfeldern, Streifen. Sie ist der Meinung, man braucht keine Streifen, aber eine Feuerwache wäre auf alle Fälle sehr sinnvoll. Ja, dann teilen wir doch eine Feuerwache ein, abwechselnd. Jürgen macht die erste. Leute. Doch, dann mache ich das mit Jürgen zusammen, ne? Dann muss ich ja die zweite. Ich mach die zweite mit. Also machen wir doch mal so zweite Feuerwache. Du kannst das auch das alleine machen. Ja, dann könnt ihr beiden Magier zum Beispiel eine Feuerwache zusammenhalten, dann haben wir keine Streitpunkte, die wir irgendwie zusammen. Die Frau, ob es sinnvoll ist, ob nicht eine erfahrene Person mit einer unerfahrenen Person zusammen eine Wache schieben sollte. Ja, die Frage ist jetzt eher, ob ein Magier mit einem Zwerg zusammen Wache halten will. Ihr könnt natürlich die beiden Zwerge fragen, ob sie netterweise beide die Wache für euch übernehmen. Aber das werden sie dann morgen vergolten haben wollen. Ich stehe früher auf, ich mache die letzte Wache. Also, wann auch immer man mich und Igna weckt, wir machen eine Wache. Also ist uns, glaube ich, Toast egal. Wenn man uns weckt, dann sagt, wir machen die nächste Wache, dann machen wir die. Gut, dann mach ich Armin Lars die letzte Wache zusammen halt. Aber ich meine, guck mal, wir sind doch jetzt 10 Stunden Dunkelheit, können wir doch im Winter locker ertragen, sozusagen. Das heißt, wir können doch wirklich immer zu zweit 2 Stunden machen, dann sind wir 10 Stunden in der Dunkelheit und dann haben wir doch die Feuerwache überstanden. Okay, machen wir so. Na, schauen wir mal, also so wie ich das jetzt hier sehe mit den 2 Stunden, Jorga und Ragnar, dann haben wir hier euch beide. Die beiden Zwerge dürfen noch irgendwo eingeteilt werden, aber so wie ich das sehe, reicht das noch nicht, dass ich hier dann irgendwo in der Mitte... Normalerweise pennt man ja auch nur 6 Stunden. Also du hast 8 Stunden Schlafzeit und davon pennt jeder 6 Stunden. Na gut, wie gesagt, also wir werden bestimmt 10 Stunden Dunkelheit haben, ganz realistisch im Gebirge. Ja, richtig, aber wir können ja da vorne eine Stunde und hinten eine Stunde auch ums Feuer sitzen und doof sein oder essen oder unser Zeug. Ja gut, dann sind wir mit 8 Stunden mit 4 Parteien durch, okay. Das heißt, um 5 ist euer Feuer aus. Nee, um 5 stehen alle auf. Um 5 stehen alle auf. Wann fertig ist mit Schlafen. Gut. Und dann macht ihr die anderen Stunden was? Also,
Wenn du um 5 aufsteht, dann Feuerwache würde ihr nicht mal brauchen. Erstmal dann das Wasser wieder übers Feuer halten, damit es dann wieder aufkocht. Auffriert. Genau, gekocht, dann wird gekocht, getrunken, Sachen abgebaut, auf Klo gegangen und dann wird sich bereit gemacht, weiter zu marschieren. Das dauert ja eine ganze Zeit, damit man die Scheiße abgebaut hat. Genau, gut. Ich würde ganz gerne während meiner Wache mit Jurga mal wieder Jurga verführen. Verführen? Wie möchtest du das tun? Alles klar, wir gehen wieder in-game. Schlafen die anderen schon? Ja, also Jurga hat gerade jetzt die Feuerwachen eingeteilt, ist damit wohl zufrieden und die anderen dürfen jetzt ins Bett gehen, es sei denn, man möchte sich noch weiter unterhalten, zumindest dürftet ihr jetzt ins Bett gehen. Ich möchte noch, bevor ich ins Bett gehe, jetzt kurz zu Jurga gehen. Ah, Jurga! Ja. Können wir morgen vielleicht sehen, dass wir nur vorbeikommen, wo man Tiere schießen kann? Ja, wir gehen den Pass nach oben und wenn uns ein Tier, naja, Spuren habe ich jetzt gesehen. Zumindest hier in der Nähe gab es keine Wölfe, das ist schon mal gut. Steinböcke werden wir sicherlich auch die Tage treffen. Sollten wir schon mal zusehen, dass wir unsere Nahrungsvorräte ein wenig aufstocken, solange es noch gut geht.